Ich wünsche mir, der Allerbeste zu sein. Das ist der Wunsch von Hopp eigentlich, ne? Das hat er im letzten Part gesagt. Und wie es das Schicksal so will, hat der Himmel uns ein Geschenk gegeben. 2 Wunschsterne. Und mit diesem Wunschstern kann man wohl die Giga-Dynamics in den Pokémon entfesseln. Aber wie das Ganze funktioniert, wissen wir noch nicht. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. So, wir haben diesen Quatsch hier. Weiß ich immer noch nicht, was ich da verhalten soll. Ipsicom. Lassen wir mal einfach weg. Aber, was ist das? Versus Kampfstadion, lokales Turnier. Nein, ich will doch hier nicht kämpfen, ey. Mit meinem Team, ey. Verliere ich doch. Keine Chance, Mann. Viel zu schlecht aktuell. Habe ich sowieso nicht vor, den Online-Modus zu nutzen, also. Online-Modus nutze ich nur für Smash. Aktuell zumindest. Aber bevor wir jetzt weitermachen, rausgehen und das Abenteuer so richtig losstarten, möchte ich mir das dann nochmal anschauen. Gegenstoß haben wir auch bekommen. Hier, Wunschstern. Was kann ich damit tun? Die Profession sagt immer, dies ist wieder noch die rechte Zeit, noch der rechte Ort dafür. Hm. Na gut, da warten wir erstmal ab, I guess. Was wir auch noch machen sollten, ist vom Mauzi das Item nehmen. Der Mauzi hat wieder was gefunden. Und es ist sogar ein Hyperheiler. Es ist kein Paraheiler, es ist ein Hyperheiler. Oh mein Gott, das ist nice. Das ist wirklich nice. Hyperheiler konnten wir aktuell, glaube ich, noch nicht mal kaufen. Deswegen ist die Fähigkeit Mitnahme gerade zu Beginn des Spiels schon eine gute Sache. Alright. Dann auf hier. Hey Jesse, ich habe einen ganz heißen Tipp für dich. Ja, dich hat auch schon immer irgendwas, wie hast du nicht zu Pokémon angegriffen, oder? Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durch das Gras schleichst. So wie Solid Snake das immer gemacht hat, ne? Damit er nicht entdeckt wird. Wenn das Gegenteil erreichen und unbedingt gegen wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeif einfach ganz laut. Das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Falls du vergessen hast, wie man richtig pfeift, verrate ich dir einen Trick. Probier einfach mal auf den linken Stick zu drücken. So, wie der C-Stick. Und übrigens, ab jetzt zählt Jesse, wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. Wenn wir weiter im Brassbury Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir mehr. Du weißt ja, welche Bahnhof ich meine, oder? Den, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Natürlich. Gibt ja nur den einen. Ja, rechten Stick bewegen. Ich hab keinen rechten Stick. Ich hab Gamecube-Controller. Fuck my life. Ja, RIP, ne? Das ist natürlich geil. Scheiße. Ich hab halt auch einen Pro-Controller, Leute. Aber den kann ich nicht nutzen, weil ich das Ladekabel verloren hab. Oder es wurde mir geklaut. Ja, ich brauche das eh nicht, diese Funktion, ganz ehrlich. Ne, ich kann das echt nicht machen, Leute. Der RIP, ne? Ist egal. Ich brauche nicht pfeifen, Mann. Bin ja keine Pfeife, so wie er. Okay, dann back to business. Zurück zum Bahnhof. Wir haben sowieso jedes Pokémon gefangen, was wir aktuell fangen könnten. Von daher... Wobei, dieses Käfer-Pokémon, was mein Trainer hat, das haben wir nicht gefunden und Wolli haben wir auch nicht gefunden, das Schaf. Was sonst? Kannst du das eigentlich sehen lassen? Unsere Ausbeute bisher. Ich bin relativ zufrieden und gut gelevelt sind wir auch. Deswegen ignoriere ich mal die ganzen wilden Pokémon hier. Aber es ist gut zu wissen, dass man schleichen kann. Braucht man nicht unbedingt vielleicht seinen Topschutz oder so nutzen. Oh, da glänzt was. Ein Beleber! Yo! Eine Medizin, die ein kampfunfähiges Pokémon wiederbelebt. Die Hälfte der maximalen KP wird wiederhergestellt. Nice. Ich hab's gesehen, wie Hoppe Richtung Bahnhof geschlichen ist. Geschlichen? Okay, Mann. Okay, Mann. Geschlichen. Yo, der Bahnhof ist da drüben, Jesse. Ich war doch da schon drin, ne? Ich war doch da schon drin. Ich will wieder zur Boutique, ja. Ich mag die Boutique. Aber wir warten erstmal ab. In einer anderen Stadt gibt es vielleicht wieder andere Kleidungsgegenstände, wer weiß.
Und Jesse, für den Pokémon hast du mich sehr gefangen. Ich habe mir gerade ein richtig gutes geschnappt. Das wird mein neues Ass in den Ärmel. Mal sehen, du hast... Was? Du hast ja noch gar kein einziges Pokémon gefangen. Was ist los? Je früher du anfängst, ein Team aufzubauen, desto besser. Was? Ich hab doch voll viele. Ist der bescheuert? Gib mir mal Sternschauer. Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen. Oh. Ja, nimm die. Ist das eine TM? Mit der kannst du deinen Pokémon Rückzug deine Attacke beibringen. Du kannst sie so oft einsetzen, wie du willst. Jo, das war früher in allen Pokémon-Spielen nicht so. Das war ein bisschen doof. Die TM hier habe ich übrigens mal für Delium geschenkt bekommen. Sie erhält die Attacke Sternschauer. So, jetzt sollen wir uns aber auf den Weg nach Engine City machen. Wo die Eröffnungszeremonie der Arena stattfindet. Wenn ich das gecallt habe, dass es wirklich ein Industriegebiet ist, dann bin ich der King. Weil Engine City klingt schon so. Engine heißt ja Motor. Oder Antrieb. Das passt halt so Industriegebiet, ne? Wir fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Deutsche Bahn verspätet sich zwar immer, aber scheiß drauf. Ja, mein Beileid. Well. Spiel speichern. Das Ding ist, der Gamecube-Controller hat echt so ein paar Macken, ne? Weil ich habe halt nicht so viele Knöpfe. Oh, ich hoffe, es wird mir nicht zu verhängen, ist für die Spiel hier. Plus ist also die Start-Taste. Das ist auch schon mal gut zu wissen, actually. Was wollte ich jetzt? Genau, TM Sternschauer. Das wollte ich jetzt eventuell jemandem geben. Gegenstoß nicht für Donkey Kong erlernbar. Lol. Für Mauzi Sternschauer? Spezialangriff 12, Angriff 15. Ne, dann nicht. Aber für Kyubi ist das doch was. Für Donkey Kong nicht, weil es speziell ist. Yo, Kyubi kriegt das auf jeden Fall hier. Mit Angriff und Genauigkeit. Clownwetzler ist richtig geil. Prügler. Lass ich jetzt auch mal drin. Ruckzucki ist nice. Ja, Rutenschlag kann weg. Ist eh Müll. 1, 2 und schwupp. Rutenschlag vergessen. Sternschauer erlernt. Attacke trifft immer. Egal ob der sich eingebuddelt hat. Egal ob der fliegt. Sternschauer trifft immer. Das ist geil dabei. Moment, ihr beiden. Was machst du hier? Als du Mammy und Fondelia ein Geschenk bekommen hast, dachte ich mir schon immer, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolica hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir für eure lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Was soll ich da einmitmachen? Du hast ein Camping-Set. Mit diesem Set ist es möglich, in der Naturzone sowie anderen bestimmten Orten ein Zelt aufzuschlagen und dort zu kochen. Sind wir in Breath of the Wild oder was? Mit eurem Partner-Pokémon an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst. Danke, Mom! Freu dich schon auf den Tag, in dem ich der nächste Champ werde! Oh ja, ich freue mich schon auf die ganzen Fanboys! Die Girls, die Fotos von mir machen und sich mein Bild an der Wand hängen. Yo, dann sind deine Kinder beide echte Champs. Stell dir das mal vor, das gab's noch nie. Wenn du das sagst, Hop, dann kann ich euch ja nur eine gute Reise wünschen. Macht euch keine Sorgen um uns. Okay, dann mal los. Aber jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und noch stärkere Pokémon. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's so richtig los. Komm, brechen wir auf Jesse. Oh, Tutorial zu Ende? Na, geht doch. Oh, wir haben nicht mal ein Ticket für die Bahn und dürfen einfach so umsonst mitfahren. Ja, geil. Deutsche Bahn von Osnabrück nach Oldenburg kostet erstmal 50 Tacken für so einen kleinen Weg. Rund um Engine City erstreckt sich die Natur. Naturzone, wusstest du das? Naturzone ist total cool. Streifen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend. Aha. Außerdem kann man da auch campen. Und angeln. Und. Total aufregend. Okay.
Entschuldigung, Sie sind doch der Bahnhofsteher, oder? Wir wollten eigentlich nach Engine City. Warum halten wir jetzt am Natursan-Bahnhof? Tut mir leid, ein Herde Wollen blockiert gerade die Gleise. Hier ist es also leider erstmal Endstation. Dammit. Verstehe, Glück im Unglück, würde ich sagen. Glück im Unglück? Na, die Naturzone ist riesengroß. Da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt, oder Jesse? Genau, wenn man sich irgendwo das Ziel setzt, der Allerbeste zu werden, dann kann man das hier auf jeden Fall machen. Das beste Team der Welt zusammenstellen. Let's go! Das ist quasi so ein Tutorial für diese Naturzone. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Hätte ich mich informiert, ja, wüsste ich es. Aber ich will dir nicht gespoilert werden, deswegen gucken wir mal. Ja, nu, sag mal, kann es sein, dass du kürzlich mit einem bestimmten Evoli auf Reisen warst? LOL! Weiß das Spiel, dass ich Let's Go Evoli habe? Ich wusste es, du hast mit Evoli als Partner ein Let's Go Abenteuer bestritten, oder? Ich hoffe, du nimmst auch dieses Evoli mit auf ein Abenteuer hier. Wieso das denn geht? Ach, der gibt mir den Evoli! Yo, geil! Weil ich Let's Go Evoli habe, gibt er mir was. Oh, wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Evoli, das Evolutions-Pokémon. Es ist imstande, seinen Körper perfekt an die jeweilige Umgebung anzupassen. Let's Go Evoli habe ich als Stream-Projekt gehabt. Könnt ihr gerne nachgucken in den Stream-Aufzeichnungen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Aber weil wir schon Let's Go Evoli gespielt haben, brauche ich natürlich jetzt nicht dieses Evoli mitnehmen. Das wäre einfach doppelt gemoppelt, das muss ehrlich sein. Schön auf PC-Box dann damit. Aber cool, einfach Evoli geschenkt bekommen. Das Evoli, was ich dir gegeben habe, ist was ganz Besonderes. Versuch es mal zu dynamaximieren. So, noch geil, wie es geht. Nu, sag mal, kann es sein, dass du kürzlich mit einem bestimmten Pikachu auf Reisen warst? Nee, da muss ich mich geirrt haben. Ah, ich will immer Pikachu bekommen. Naja, Pikachu brauche ich sowieso nicht. Also, wenn man ein Let's Go Pikachu hat, bekommt man von ihr ein Pikachu. Okay. Meine Kinder geben Trainern, die ein Let's Go Abenteuer bestritten haben, ein Geschenk. Aber was ist ein Let's Go Abenteuer überhaupt? Weißt du das zufällig? Ja, schon. Boah, Alter. What? Ey, die Wollis. Die rasten komplett aus. Ey, Schafe machen hier echt nur Mist. Ist mir schon aufgefallen. Willkommen bei Pokémon Supermarkt. Ja. Pokébälle könnte man kaufen. 21 haben wir aber noch. Es reicht mir erstmal. Je weiter du in der Naturzone vordringst, desto stärker werden die Pokémon, denen du dort begegnest. Wenn du den Kampf schwierig dann hast, dann benutzt du einfach eine Pokepuppe. Oh, 5 Pokepuppen, einfach so bekommen. Nehmen wir schon eine, aber jetzt haben wir 6. Ja, wie stark ein Pokémon ist, wenn du bei der Arena Challenge immer weiter Fortschritte machst, morgen sammelst, wirst du es irgendwann fangen können. Hä, was soll das denn heißen? Irgendwann kann ich ein Pokémon nicht mehr fangen, weil wir zu schwach sind. Hä? So ein Mist, was ist das denn für ein Scheiß? Ich hoffe, das war ein Prank. Wir halten uns hier scheinbar jetzt auf. Sind wir auch schon weit gekommen, was? Die Naturzone. Wow, da hinten ist wieder ein Industriegebiet. Called it. I'm a motherfucking god. Na gut, schauen wir uns hier mal um. Naturzone ist aber nicht gleich Safari-Zone, oder? Ach, guck, mit dem Ziehstick. Können wir uns hier richtig umschauen. Oh, wunderschön. Schön. Like it. Soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Ja, mach mal einfach. Dein Pokémon wurde geheilt. Viel Glück. Die Musik, ey, die hat was von Breath of the Wild. Sowas ruhiges, chilliges. Ist ja auch die Naturzone. Nur die Wildnis. Komplette Wildnis. Ich verstehe. Cool. Yo, schau mal. Kannst du die Stadt dahin sehen? Das Engine City. So haben wir das wirklich vorgestellt. Industrialisierung. Noch ein ganz schönes Stück bis dahin, ey. Krass, wie viele Pokémon wir wohl entdecken werden, bevor wir die Stadt erreichen. Ich schätze mal 300. Hey, da ist der Sanya.
Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nimm dir ein Beispiel an den beiden, hat sie gesagt. Voller Tatendrang gehen sie auf Reisen. Und was stellst du mit deinem Leben an? Wow. Ganz schön streng. Ja, aber macht euch deshalb keinen Kopf. Das ist ja mein Problem. Das Pokémon, dem ihr im Wald begegnet seid, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich könnte versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Und sie wechseln hat man sich nicht leicht, wie es aussieht. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, immer wieder zu angeln und zu campen. Immer diese Camper mit ihren Sniper. Nur am Rumcampen. So, ich grase jetzt mal erst die rotleuchtende Pokémon-Nest ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Weiteres Kapitel in Legende von Hoenn beginnt. Ich hoffe, Hoenn weiß, worauf er sich da einlässt. Dynamax-Pokémon sind extrem stark. Um gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst sein Pokémon Dynamaximieren. Vergiss das nicht. Ist das wirklich so? Kann man die sonst nicht besiegen? In der Naturzone findest du hier und da an Stellen mit rotem Licht aus dem Boden. Dort halten sich Dynamax-Pokémon auf, aber bevor du deine Nase in eins dieser Löcher steckst, sollst du erst 18 werden. Sollst du absolut sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. Was zweideutig, holy shit. So, und zum Abschluss bekommst du jetzt noch was Tolles von mir geschenkt. Oh, nett. Die Pokémon-Box. Ermöglicht jederzeit Zugriff auf die PC-Boxen im Pokémon-Center, um Pokémon abzulegen und ein Team aufzunehmen. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Kann man noch so ein bisschen seine Pokémon anpassen, sein Team anjustieren, hin und her switchen. Das ist ganz geil. Pokémon-Box. Du kannst die Pokémon-Box dazu verwenden, auf deinen PC-Boxen zuzugreifen. So kannst du die Pokémon aus deinem Team mit Pokémon aus der Box austauschen. Wähle im Spielmenü Pokémon aus und drücke die R-Taste, um Pokémon PC-Box zu öffnen. Hier ist eine Pokémon-Box. Damit kannst du Pokémon lagern und sie bei Bedarf wieder in dein Team aufnehmen. Praktisch, oder? Schnapp dir so viele Pokémon, wie du nur kannst und fülle dein Pokédex. Aber jetzt ab in die Naturzone mit dir. Das Abenteuer ruft. Ich habe Angst vor diesen Dynamax-Viechern. Seht ihr die roten Stellen? Boah, mit so einem Strahl nach oben. Das hat echt Breath of the Wild Vibes. Aber Moment mal, ich denke ja schon wieder einen Schritt weiter als die meisten, ne? Heißt es nicht, wenn ich jetzt ein angeschwächtes Pokémon habe, könnte ich das auf die Box legen und dann wieder abholen, wie ich es in Pokémon XD gerne gemacht habe, wenn ich kein Pokémon-Center zur Verfügung hatte, um es zu heilen? Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, irgendwann. Wurde Wiesen. Oh shit, einfach ein Onix. Ja moin. Das ist eine Notiz. Die großen Pokémon, die in der Naturzone herumstreuen, sind äußerst stark. Wenn du feststellst, dass du nicht gewinnen kannst, dann überrasch die Beine in die Hand, versuch zu fliehen. Das ist jetzt Dark Souls auf einmal. Der Schwierigkeitsgrad war nämlich bislang sehr, sehr easy. Also ich mach mir jetzt mal nicht ins Hemd, ne? Ich probier's. Onix! Vierfach Schwäche für dich. Ein wildes Onix erscheint. Wow, es geht extrem stark. Und es regnet. Oh, Level 26. Jesus Christ. Tot. War's schon. Wow, okay. Dann probieren wir direkt die Pokepuppe aus. Was ist das denn für ein Scheiß? Okay. Leute, dann sollten wir gar kein Pokémon hier. Begegnung oder was? Was ist das denn? Das ist ja wirklich viel zu schwer aktuell. Wie komisch ist das denn? Einfach mal Onix Level 26, ja moin. Ich habe das nicht ernst genommen, aber es ist Dark Souls. Pokémon Dark Souls. Weißt du, mein stärkstes Level 12 und jetzt kommen hier 26er. Ja moin. Ist klar. Immerhin ein Glas Honig gefunden. Süßdüftender Honig, den Pokémon gesammelt haben. Zu geringen Wert. Nur zum Verkaufen wahrscheinlich.
Ja, umschauen können wir uns ja trotzdem. Boah, der Baum sieht echt komisch aus. Junge, was ist das? N64 Texturen, ey. Guck dir das mal an. Oh, ein Wingull. Ein Skoppel. Skoppel mag ich voll gerne. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht auch Level 1 Milliarden, wie das Onix eben. Nur Level 10, das geht ja. Schwächen wir das mit einem Rasierblatt. Dicke Skoppel. Skoppel. Die Entwicklung wird zu einem asozialen Hasen. Zu Grabbit. Der mit seiner Bierpulle, mit seinem Hartz IV, der da auf der Couch hockt. Das ist halt Grabbit. Eins. Zwei. Drei. Ja! Ich hab ein Skoppel gefangen. Skoppel, das Baugräber-Pokémon. Mit den Ohren schaufelt es Löcher. Es braucht nur eine Nacht, um einen 10 Meter tiefen Bau zu graben. Nicht schlecht, Herr Specht. Immer muss ich daran denken, wenn ich an Hasen. Wenn ich einen Hasen sehe, muss ich immer daran denken. Playboy. Guter als Playboy Bunny. Ich bin zu versaut, Leute. Sorry. Ein Wingull! Hoffentlich nicht Level 1 Million wieder. Level 8. Okay. Ruf zu Kief. Jo, gönn dir, solange du nicht Schnabel oder so einsetzt oder Flügelschlag, was uns dann schon ziemlich hinrichten könnte. Take this! Gelber Energiebereich können wir jetzt gut fangen. Heuler, das nehme ich gerne. Denn wir wollen eh nicht mehr angreifen. Wir wollen dich nur fangen und in unseren Pokéball bringen. Ich vergesse, ich hätte auch noch einen Superball, ne? Stell mal vor, ich hätte jetzt Onix nicht fangen können. Weil ich jetzt schon Level 21er Onix hier hab, like, what the fuck. Und schwupps! Bingo wurde gefangen! Nice zu! Ich hab auch, glaube ich, ganz gut leveln, ne? Bingo, das Seemöwen-Pokémon. Es baut sein Nest an Steilhängen und nutzt die Seebrise, um beim Gleiten an weiten Himmel an Höhe zu gewinnen. Nee, kein Spitzname diesmal. Prachtfeder im Beutel verstaut. Hast du ein Item gehabt? Das ist cool, dass man das Item direkt mitnehmen kann, sag ich jetzt mal. Sonst sind hier nur Wingulls. Okay. Hier wäre Dynamax. Und was ist das? Ein Softcorn, was wahrscheinlich nur wieder Härten einsetzt. Saftkorn ist so langweilig, ne? Ich fange es jetzt mal trotzdem. Das wird eine lange Nacht, liebe Freunde der Nacht, der modernen Unterhaltung. Das wird eine lange Nacht. Oh mein Gott. Der Witz ist ja, es ist ja die Raupi-Entwicklung, ne, Safcon. Und Raupi kann Tackle und Fadenschuss. Wenn man ein Raupi zu Safcon entwickelt, kann Safcon auch Tackle und Fadenschuss. Aber warum können die wilden Safcons nicht Tackle und Fadenschuss, sondern nur Härtner? Das ergibt null Sinn. Hab ich schon immer gehasst. Immerhin, First Try gefahren, let's go. Yeah, Level 13. Bringt zwar Unglück, aber scheiß drauf.
Safcon, das Kokong-Pokémon. In diesem Zustand wartet es auf die Entwicklung. Es kann nur seinen Panzer erhärten, daher bewegt es sich nicht, um nicht angegriffen zu werden. Ja, wow. Safcon, was nur Härtner kann. Ich bin begeistert. Ich könnte heulen, ey. So ein Müll. Leute, zum Ende des Parts hin werde ich jetzt tatsächlich mal das hier untersuchen. In der Naturzone findet man viele Pokémon-Nester, an denen eine Lichtsäule in den Himmel aufsteigt. Wenn du ein Nest untersuchst, kannst du entweder allein oder mit drei anderen Trainern gegen das Dynamax-Pokémon, das sich darin verbirgt, antreten. Lol, das ist wie so ein Raid-Boss. Alleine oder mit drei anderen. Energie strömt aus dem Pokémon-Nest. Du hältst 300 Watt. Hä? Wenn du ein Dynamax-Pokémon besiegst, hast du die Möglichkeit, es zu fangen. Außerdem kann es sein, dass du seltene Items ergatterst, die du sonst nirgendwo findest. Wilde Dynamax-Pokémon sind unvorstellbar stark. Mitunter feuern sie mehrere Attacken in Folge ab oder greifen zu anderen ungewöhnlichen Maßnahmen. Wenn du gegen solche Pokémon bestehen willst, liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Zusammenarbeit mit den anderen drei Trainern. Oh, nee. Das hat keinen Sinn, Leute. Da müssen wir erst besser werden. Wir behalten das mal im Hinterkopf für das Ende des Spiels. Weil so sehe ich keinen Sinn darin, die herauszufordern, wenn wir so hart aufs Maul fallen. Wenn wir dreimal hintereinander angreifen, zum Suda overpowered sind. Dem ist ich sicherlich nicht. Sitzen wir morgen noch da. Ich würde gerne schleichen. Sie mich nicht bemerken. Ne, passt schon. Energie stört aus dem Pokémon-Nest. 300 Watt. Da sind einige Challenges scheinbar. Naja. Die können wir ja irgendwann mal machen. Aber doch jetzt noch nicht, zu Beginn des Spiels. In der Naturzone kannst du über den rechten Stick die Kamera bewegen. Yo, mach ich das schon die ganze Zeit. Wenn man L drückt, ist die wieder gerade, okay. Wir sollten trotzdem diese ganzen roten Dinger abgrasen. Ey, Roselia. Denn wir bekommen Watt dafür. Was man damit machen kann, weiß ich nicht. Aber wir gönnen uns das erstmal. Oh ne, hoffentlich hat Roselia nicht die Fähigkeit Giftdorn, ne? Oh fuck, das ist Level 15. Notuna wirkt. Oh mein Gott, das ist eine Scheiße, das ging ja niemals. Geschwächt. Versuch es einfach mal so zu fangen, mit einem Pokéball. Das wäre eine Idee, oder? Los geht's! Rotwall fliegt und Sieg! No chance. Muss ich fliegen, Leute, ist zu stark. Pokepuppe, let's go. Kann ich nicht besiegen, ist noch zu stark, leider. Damn! Okay, das ist komisch, dieser Pokepark, diese Naturzone. Da fühle ich mich noch relativ unwohl, weil so viele uns überlegen sind. 50 Watt. Das ist aber ziemlich wenig. Na gut, Leute. Wir grasen jetzt mal noch diese ganzen Lichtstrahlen, diese Lichtsäulen ab. Und dann können wir uns hier eigentlich aus dem Staub machen, weil ich denke nicht, dass hier noch mehr Pokémon sind. Oh. Ein Mini-Pilz. Kleiner und seltener Pilz. Sammler sind ganz aus dem Häuschen, wenn sie eins finden. Ja, bei Pokémon Feuer Rote Edition wollten die doch manche haben, ne? Wir konnten mal Attacken anlernen. Oh mein Gott. Chill. Chill. Der rennt mir jetzt nicht hinterher, oder? Wie so ein Bekloppter. Boah. Das ist wahrscheinlich auch Level 20 oder so. Ach, hier sind wieder andere Pokémon. Ah. Hier auch was zu angeln oder so? Nee. Vor allem im Wasser sind auch noch diese komischen Bereiche. Ach!
Guck mal, wie wir hier haben. Blanas. Oh, es gibt doch einige Pokémon hier zu finden und zu fangen, ne? Sag nicht, der ist jetzt auch Level 15 oder so. Nee, der nicht. Na, guck. Ja, ich beende gleich die Parts. Da haben wir noch viel zu tun. Nächste Parts. Naturzone. Ist ja riesig. Und ich weiß gar nicht, was hier das Ziel jetzt ist. Müssen wir uns duellieren? Wer mehr Pokémon fängt mit unseren Rivalen? Oder ist es einfach so Geplänke? Zum Trainieren, zum Fangen der Pokémon? Das weiß ich noch nicht mehr. Pokémon los. Los in die Unterhose. 2, 3. Yes. Blanas. Mit Blattstein können wir schon zu Tangulus entwickeln. Das wäre insane. Halt wirklich, ne? Tangulus jetzt schon haben. Das wäre heftig. Mattel Level 10. Kyubi Level 10. Ja moin. Joker Level 11. Wenn's läuft, dann läuft's. Das läuft gerade richtig. Blanas. Das hinterlässt Pokémon. Es lebt tief im Wald. Aus dem Blatt auf seinen Kopf kann es sich eine Flöte bauen, deren Klang Unruhe verbreitet. Flöte bauen, okay. Ja gut. Auf dem PC mit dir. Auf und davon. Und hier war ein Pokémon aus Sonne und Mond. Ein Pam-Pam. Und der fette Panda-Bärs heißt, glaube ich, Silvaro. Wie gesagt, Pokémon Sonne und Mond leider nicht gespielt. Aber ich kenne ein paar Pokémon von Sonne und Mond von Pokémon Trading Card Game. Von daher bin ich dann doch ein bisschen wenigstens vertraut mit denen. Noch ein Rasierblatt. Aufs Auge hier! Zack! Nein! Crit, Bitch! No! Das ist scheiß, Mann. Backenstopfer, what's that? Na ja, gut, hier mal nochmal die Chance. Das will ich jetzt noch fangen, ja? Überbrückung von Pam Pam wirkt, okay. Das ist natürlich nur Level 7, naja, ist egal. Komm, bitte kein Crit. Bitte kein Crit! Bitte kein... Es war kein Crit. Fuck, ist das schwach. Ich bin der erste Part, wenn ich ein Pam-Pam gefangen habe, okay? Pam-Pam! Das ist ziemlich uncool gerade. Okay, da mache ich halt nur einen Zweigstoß. Ist ja gut. Fuck, nee. Oh, fuck. Donkey Kong ist gleich dead. Nochmal. Zweigstoß. Danke, dass es kein Volltreffer war. Nein, das nervige Tuten ist noch da. Ah, nee, nur einmal kurz. Zum Signalisieren, dass mein roter Energiebereich dran ist. Jetzt fahren wir in der Amarena und Zielbeere. Well, I take it, I guess. Pokémon Sneak. Juhu! Donkey Kong Level 14. Oh, Moment. Gibt's jetzt eine Entwicklung? Gibt's jetzt noch eine Entwicklung am Ende des Parts? Pam Pam. Das verspielt Pokémon. Es imitiert sein großes Vorbild Pandagro. Wo es nur kann. So lernt es, wie man kämpft und jagt. Stimmt, das heißt gar nicht Silvaro, ne? Silvaro war ein anderer Bär. Oh, ich komm schon ganz durcheinander. Es gibt so viele Pokémon mittlerweile. Pandago heißt das Fettding. Pandago, ja. Das ist halt, wenn man es nicht kennt, ne? Ne, ich will keinen Spitznamen. Keine Entwicklung, wahrscheinlich Level 16 oder so. Don't know. Eins will ich jetzt mal nur austesten, Leute. Moment. Poke Camping, was bringt das denn? Nein, das wollte ich jetzt nicht machen.
Bei Pokécamping kannst du mit deinen Pokémon spielen und mit ihnen essen und so eure Freundschaft vertiefen. Wenn du viel mit deinen Pokémon spielst, kann es sein, dass sie sich im Kampf sogar noch mehr für dich ins Zeug legen. Spiel einfach mit dem Joy-Con-Controller, entferne die Joy-Con vom System, schwinge ihn mit deinem Pokéball. Oh mein Gott, ich hab Gamecube-Controller, ja? Schickst du in der Natur zu einem Pokécamp auf, kannst du dort mit drei anderen Trainern spielen. Du forst Leute und Pokémon, denen du noch nie zuvor begegnet bis dein Camp besuchen. Das ist perfekte Gelegenheit für neue Bekanntschaften. Aha. Na gut. Oh shit. Ich glaube, das Mauzi mag das nicht so. Oder doch? Wer weiß. Bereite ein leckeres Gericht aus Zutaten und Beeren deiner Wahl zu. Je hochwertiger die Lebensmittel sind, desto mehr Beeren. Je mehr Beeren du ins Essen gibst, desto besser schmeckt es. Nutze den Fächer, um das Feuer zu regulieren. Sobald du mit den Korn beginnst, rühre dann alles mit der Schöpfkelle um und gib dabei Acht, dass du nichts zerschüttest. Mit der nötigen Prise Liebe und der perfekten Timing wird daraus ein Festmahl für deinen Pokémon. Ist das Gericht fertig, heißt es für alle: Essen fassen! Gemeinsame Mahlzeit hat diverse Effekte auf die Pokémon in deinem Camp. Stellt zum Beispiel ihre KP wieder her und macht sie dir gegenüber zutraulicher. Wir haben aber noch nicht so viele Zutaten, deswegen lasse ich das mal erstmal noch. Das werden wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Was? Dafür gibt's ein paar Erfahrungspunkte für Mauzi? Lol. Was ich eigentlich machen wollte, war das Item, was uns die Tante gegeben hat, nutzen und Chimpap jetzt auf die Box legen und damit abholen. Als Pokebox nicht über deinen Beutel nutzen. Hä? Vielen Dank. So einfach? Hä? Ach, mit R da, mit R. Ja, guck, jetzt nehme ich den, Hab den ausgetauscht und jetzt ist er wieder komplett geheilt. Das wäre so geil. Nee, ist nicht so. Ah, die Entwickler haben dran gedacht. Ja, fies. Gut, hier beende ich den Part. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.